trochę się do przodu. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Zobacz, czy coś ci z tego wyjdzie. So, jetzt was klar. So, pass auf. Hand ein bisschen runter. So, so, so. So, ist gut? Wunderschön. Ihr seid beide wunderschön, wenn ich das sagen darf. Ja, danke, danke. Wie geht es euch? Gut. Sehr schön. Gut, wunderbar. Was sind eure Berlinale-Erlebnisse bisher? Bisher noch nicht so viel, wir haben tatsächlich noch nichts davon mitbekommen, weil es so viel anderes auch passiert rundum. Aber ja, wir sind sehr glücklich, heute hier sein zu dürfen. Das ist das Beste an dem Ganzen, und am nächsten Samstag genau sind wir dabei. Genau. Was macht ihr am Samstag? Naja, da ist diese, am Samstag ist auch Verleihung, ja, die Verleihung, genau, der goldenen, des goldenen Bären. Richtig. Und silberne Bären. Genau, genau. Und ihr seid bei der Verleihung. Ja. Dominika, also ich bin du bist auf jeden Fall dabei und ich werde das mitverfolgen. Das ist schön. Ja. Was erwartest du von der Verleihung? Einfach was Schönes zu erleben. Mal schauen. Ich war da noch nicht da. Die Berlinale ist immer sehr spannend, weil sie sehr neue Richtungen aufzeigt. Deshalb ist die uns sehr wichtig. Ja, und ich finde es unheimlich wichtig für Berlin, dass die Berlinale auch hier stattfindet. Deshalb heißt sie auch Berlinale. Aber letztendlich ist das, die hätte auch in jeder anderen Stadt stattfinden können. Aber hier finde ich das ein ganz besonderer Moment. Das ist schön. Ja, die Stadt ist in Bewegung. Die Stadt ist sehr in Bewegung und genau, sie ist auch sehr international. Richtig. Also jetzt, man hört euch Polnisch sprechen, man hört auch natürlich jetzt viel Ukrainisch aufgrund der aktuellen Situation, richtig, dass Ukraine angegriffen wird. Aber man hört auch alle an anderen Sprachen. Richtig. Englisch, Arabisch, Hebräisch. Und ich finde es schön. Ich fühle mich wohl, dass es so international ist. Der ja, Mix. Der Mix, genau, genau. Der Mix macht das aus. Deshalb sind wir bei uns im Red Club auch sehr durchmischt, was die Nationalitäten und Sprachen angeht. Ich finde es schön, dass ihr mitwirkt, auch Frauen zu empowern, also das Empowerment für Frauen. Könnt ihr dazu noch etwas sagen? Also wir haben letztens, also wie Michaela Mumm von Oldenburg als Founder und CEO vom Red Club ist eine sehr wichtige Person und ihr ist das unheimlich wichtig oder sie stellt das sehr stark im Vordergrund, dass wir Frauen untereinander uns netzwerken. Wir hatten letztens ein wunderbares Treffen im Kant-Kino. Und dort wurden Regisseurinnen, Schriftstellerinnen, Buchautorinnen und viele Damen aus dem Social-Media-Bereich vorgestellt. Und wir hatten eine Panel-Podium-Discussion gehabt, die sich sehr, sehr stark entwickelte und sehr hitzig wurde, weil alle Frauen sind natürlich da, um ihre Rechte teilweise tatsächlich zu erkämpfen. Die Rolle der Frauen im Film mit 40 plus ist, wie Michaela schon vorhin erwähnt hat, eine keine so einfache. Und es ist ja wirklich auch erst so seit einigen Jahren, dass Frauen auch ganz außergewöhnliche, starke Rollen bekommen, die nicht jetzt zu diesem Klischee entsprechen. Richtig, ja, richtig, ja, ja. Und also die Rolle einer Frau allgemein, ob im täglichen Leben oder im Social-Media-Bereich oder auch im Kino, ist eine herausragende Rolle, aber die Frau muss sich die tatsächlich erkämpfen. Hm. Darf ich dazu noch ansprechen, dass es ja auch wichtig ist, für die jungen Frauen Vorbildfunktionen zu finden. Also starke, selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. Richtig. Und ich finde, da ist gut, wenn es mehr Filme gibt, die diesen jungen Frauen auch Vorbildrollen geben. Vorbildrollen und eine gewisse Ausrichtung. Ja, ja. Was mich aber besonders dabei bewegt, ist diese tatsächlich Internationalität. Deshalb sind wir mit Dominika auch in Berlin. Schön, schön. Deshalb leben wir hier. Ja. Gerade wurde bei der Eröffnungsansprache der Film Barbie angesprochen. Seht ihr das auch so, dass das ein Film war, der diese Empowerment der Frau, die Emanzipation der Frau vorangebracht hat? Darf ich offen was dazu sagen? Ja, natürlich. In meinem zarten Alter, 50 plus. Ich fand den Film etwas zu flach, etwas zu bunt, etwas zu überkandiert und der Film hat mich als Person nicht bewegt. Vielleicht in einer anderen Generation hat er eine Ausrichtung natürlich ausgelöst, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Film
für Frauen. Mhm. Es ist ein Film über Frauen, aber das ist kein Film für Frauen. Dürfte ich fragen nach einer Filmempfehlung? Ein Film, der euch jetzt einfällt, wo wirklich die Frau eine gute, starke Rolle spielt? Das ist natürlich jetzt eine sehr offene Frage. Wenn euch jetzt irgendetwas in den Kopf kommt. Ja, ich muss es kann auch ein polnischer Film sein oder irgendein Film auf der Welt. Ganz kurz überlegen. Ich muss aber tatsächlich überlegen, damit mir die Titel auch einfallen. Es gibt ganz viele Filme auf der Welt, aber die kommen tatsächlich aus den anderen Richtungen. Das sind nicht die berühmten Kinofilme, die man auf der Leinwand sieht, sondern das sind die kleinen Filme aus der Nische. Auch so in die Independent-Produktion. Richtig, die Independent-Produktion. Ja. Genau. Mhm. Danke. Ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich wünsche euch viele schöne Filme mit starken Frauen. Vielen, vielen Dank. Das wünschen wir uns auch. Deshalb führen wir uns dieses Treffen, was wir gerade heute durchführen, oder Female Art Week oder Berlinale Treffen, das sind unheimlich wichtige Momente für uns. Ja, vielen Dank. Da stimme ich euch zu. Viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Dankeschön. Dankeschön. Das war jetzt